Wenn eine Laune der Natur die Fäden spinnt und einem Reh die Pigmente verwehrt, hat das für Fotografen oft eine Sogwirkung. Die ziehen dann in Scharen in die Wälder auf der Suche nach dem Standort. Im Hinterkopf haben sie ein gutes Foto für Ruhm und Anerkennung. Deswegen verraten wir den Ort unserer Aufnahmen nicht. Dem ersten Anschein nach steht hier eine Ziege auf einer Lichtung. Erst beim zweiten und genaueren Hinsehen erkennt man ein Reh. In diesem Fall ein weibliches Stück, eine Ricke. Gut genährt und aufmerksam wird das Umfeld beäugt und jegliche Störung wahrgenommen. Das weiße Fell beim Reh kommt in der Regel nicht sehr häufig vor. Vererbbar ist es auch nicht. Weiße Rehe werden oft als geheimnisumwittert angesehen. Auch soll es einer Legende nach Unheil bringen, ein solches Tier zu erlegen. Das habe einen Todesfall in der Familie des Jägers zur Folge. Oft werden diese Tiere im Revier umhegt und geschont. Wem auf der Pirsch das Glück gewogen ist, wird am Ende mit solchen Bildern belohnt. Und oft spielt der Zufall eine größere Rolle als der stundenlange Ansitz. Auch diese Begegnung währte nur rund 2 Minuten. Dann verschwand die Ricke im nahen Wald, nicht ohne einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.